das war so eine übliche Frage, wie es dem Buchhändler sehr oft geht, kurz vor Weihnachten, es soll noch ein Buch auf den Markt. Herr Zischkeit, sagte Frau Baumgart, hätte uns empfohlen und er hat jetzt ganz frisch aus der Druckerei das Buch, ob er sie nicht noch mit dazu nehmen könnte ins Weihnachtsprogramm. Also so eine Herzhälfte war schon beeindruckt, weil es einfach ein kurzes, schnelles Gespräch war. Und ich bin richtig froh, wirklich auch als Buchhändler, dass ich da meinem Herzen gefolgt habe und das Buch mit ins Programm aufgenommen habe. Es war aus dem Stand sehr, sehr erfolgreich. Und so heterogen sie jetzt zusammengesetzt sind, habe ich als Buchhändler gemerkt, das ist ein Thema, das hat noch keiner gemacht. Man kann ein Buch schreiben mit Werbung, 40.000 Etat und es passiert nichts, rein gar nichts. Und dieses Buch über den Dreispalter im Grenzbode hat unwahrscheinlich Bewegung geschafft. Und das merkt man, das ist buchhandlischer Handwerk, wo man sich einfach auch mitfreut. Es wird mit Sicherheit ein runder und wunderschöner Abend. Herzlich willkommen und viel Spaß. Möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin, wie schon gesagt, die Sabine Leduc, geborene Zischka, und bin in Rottweil auf die Welt gekommen. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz mein Buch vorstellen. Ein lebenswertes Leben. Meine unvergesslichen Lehrjahre mit der Krankheit Schizophrenie. Hoffnung zum Weitermachen. Hoffnung zum Durchhalten. Mein Verhalten wurde immer extremer. So kann ich mich daran erinnern, dass ich Mitte Mai 1988 eine ganze Woche lang nachts nicht geschlafen habe. Ich war zu beschäftigt und zu glücklich, um zu schlafen. Nach der schlaflosen Zeit lag ich für 3 Wochen im Bett und hatte noch nie zuvor erfahrene Depressionen. Das Einzige, das ich tun wollte, war, einfach nur zu schlafen oder noch besser, zu sterben. Das Loch war so tief, sodass ich überhaupt keine Möglichkeit für mich sah, jemals da wieder herauszukommen. Du hast nicht nur eine Psychose, Sabine, sondern deine genaue Diagnose ist Schizophrenie. Meine Antwort war, meine Diagnose ist was? Sofort geriet ich in Panik. Ich schämte mich und war von mir selbst zutiefst enttäuscht. Wie kannst du mir so etwas antun, fragte ich mich. Ich erwartete von dir, dass du eine erfolgreiche und selbstständige Frau bist. Was ist, wenn sie mich aus unserer Gemeinschaft ausstoßen? Was ist, wenn sie es anderen Menschen erzählen und es bald alle erfahren, dass ich die haarsträubenden, schrecklichen, entsetzlichen Stimmen haben sich wieder einmal aufgedrängt und ohne jegliche Vorwarnung schrien sie mich an. Sei nur nicht so glücklich, denn in ein paar Sekunden wirst du eine Mörderin sein. Was wir von dir verlangen, ist sehr einfach. Schau, da ist deine Mutter. Sie steht ganz nahe bei dir, nur 1 Meter vom Abgrund entfernt. Das Einzige, das du tun sollst, ist ihr einen kleinen Stoß zu geben, damit sie in ihren Tod fällt. Das ist alles. Sehr einfach, nicht wahr? Also, tu's. Stoße sie. Stoße sie. Jetzt. 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 In diesen Momenten betete ich verzweifelt. Lieber Gott, ich bin's, dein kleines Kind. Ich habe Angst und fühle mich so verloren, so völlig einsam und abgetrennt von allem. Ich weiß nicht, weshalb ich auf dieser Welt bin. Ich weiß nicht, was du von mir willst an diesem dunklen Ort. Ich weiß nicht, ob ich den Mut und die Kraft habe, weiterhin am Leben zu bleiben. Bitte, kannst du mich von hier wegnehmen, an einen Ort, an dem ich mich sicher fühle, an dem ich mich akzeptiert fühle und an dem ich mich geliebt fühle. Mit einem ernsten Blick schaute er mir direkt in meine Augen, hielt meine Hand und sagte, ich möchte überhaupt nicht wissen, was die Stimmen dir entgegengeschrien haben. Und außerdem,
Du hast keine Zeit für die Stimmen und ich habe auch keine Zeit für sie. Mit diesen Worten verließ er das Zimmer. Wenn ich mir jetzt über diese Situation und die zahllosen ähnlichen davor und danach Gedanken mache, wird mir klar, dass Remy genau das Richtige tat, indem er aus dem Zimmer ging und mich so stehen ließ. Warum? Weil er mit seiner Reaktion zeigte, dass es die Stimmen nicht wert sind, ihnen jegliche Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin mit dieser neuen Diagnose nicht allein. Mein wunderbarer Mann ist bei mir, ganz nah, und er wird für eine sehr lange Zeit an meiner Seite sein. Wie beruhigend und wohltuend das ist. Und jetzt, 15 Jahre später, kann ich ganz ehrlich sagen, dass Raymond genau das getan hat und immer noch tut. Mir zur Seite stehen. Was für ein großer Segen, großes Glück, mit Raymond verheiratet zu sein. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass dies der Grund einer Scheidung sein könnte, falls ich mit einem Mann verheiratet wäre, der unbedingt Kinder haben möchte. Es war im Herbst des Jahres 2007. Ich war in psychologischer Behandlung bei dem wunderbaren Dr. Jason Carr. Und eines Tages hatte ich die Idee, als Hausaufgabe einen Brief an unser ungeborenes Kind zu schreiben. Mein liebes Kind, das ist der schwierigste Brief, den ich je geschrieben habe. Der Grund dafür ist, mich endlich damit abzufinden, dass du nie geboren wirst. Ich möchte voll und ganz annehmen, dass du nie gezeugt werden wirst, dass ich nie mit dir schwanger sein darf, dass ich dich nie auf die Welt bringen werde, dass ich dich nie in meinen Armen halten kann, dass ich nie zusehen darf, wie du deine ersten Schritte wagst. Endlich durfte ich die Sabine sein, die ich tief in meinem Innern wirklich war. Seitdem fühle ich mich mehr und mehr wie ein gesunder Mensch. So gut geht es mir. Auch wenn die Stimmen nach wie vor meine Begleiter sind, nur, dass sie weiterhin immer leiser werden und sich immer seltener bei mir melden. Es war wunderbar und also unglaublich beeindruckend. Da muss ich sagen, höchstes Kompliment, ganz toll. Und die Ehrlichkeit, ich glaube, für die Sache, die Leute, die mit der Sache noch mehr befasst sind, sei es beruflich als Angehörige oder Erkrankte, ich glaube, das wird schon ein gutes Zeichen sein. Und unter uns, wir sind aber große Verlagssucher, also top die Wette gilt dann, finde ich.